Herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum mit Arezzo. Ich bin Arezzo und wir haben im Zuchthaus nur noch ein paar Dinge übrig. Wir müssen die Karte finden. Wir haben zwei Rätsel, die direkt in dem Gebiet sind. Zwei Chroniken von Arkham müssen wir noch finden. Ja, weiter in zwei Zähne zerschlagen. Und den Rest eines Patientengesprächsbandes finden. Okay. Den Rest eines Gesprächs, also den Rest eines Patientengesprächs finden. So. Ich weiß gar nicht, von wem hier das Gespräch dann aufgezeichnet wurde. Hoppala, falsch. Herausforderung: unsichtbarer Jäger extrem freigeschaltet. Sehr schön. Na. Geh an. Also, funktioniere. So. Erledigt. So, gibt's hier sonst irgendwas? Nein, okay. Dann müssen wir uns jetzt darum kümmern, die ja, Lüftung hier einzuschalten. Warum? Achso, klar, keine Lüftung. Einschlagen. Das geht nicht anders. Man muss die Scheibe einschlagen. Man kann das nicht sauber machen. Tja. Sehr gut. Und jetzt können wir uns hier umgucken. Oh, Prometheus. Objekt zu klein. Na gut, dann machen wir es größer. Das konnte man unmöglich lösen. Wie hast du es geschafft? Es war ziemlich einfach. Du hast den Namen genannt. Prometheus wurde von Kriminellen aufgezogen, die vor seinen Augen von Polizisten erschossen wurden. Seit jenem schicksalhaften Tag kämpft er verbissen gegen das Gesetz und hat die Welt bereist, um sich die verschiedensten Spielarten des Mordens anzueignen. Dank seines Panzeranzugs, der seine natürlichen Fähigkeiten verstärkt, ist er ein tödlicher Killer, der Batman körperlich und mental in nichts nachsteht. Ist im Prinzip ein Reverse Batman. Cool. Bürgerlicher Name unbekannt, Beruf Berufsverbrecher, Operationsbasis Gotham City, Augenbrauen, Haare weiß, Größe 1,83, Gewicht 82 Kilogramm, erstes Auftreten, Prometheus Nummer 1, Dezember 1997. Er hat also nicht bei Batman als kleiner Schurke angefangen, sondern hat direkt seinen ureigenen Comic bekommen. Das ist doch schön. Interessant. Ich meine, ich bin mir sicher, ich habe mir das schon mal irgendwann durchgelesen, aber es ist mir nicht so im Gedächtnis geblieben. Also das Bild kommt mir bekannt vor, deswegen glaube ich das, dass ich das beim ersten Durchgang, als ich das schon mal gespielt habe, drin hatte. Außerdem ist es ein relativ einfaches Rätsel. Krankhafter Polizistenmörder verfügt über außerordentliche mentale und körperliche Fähigkeiten, Arsenal von Waffen und tödlichen Gadgets. Wir könnten ja mal nachgucken, schnell, was das andere Rätsel ist. Das habe ich nämlich vollkommen vergessen. Moment. Wenn sich etwas direkt vor dir befindet, aber den Blick noch verborgen ist. Ja, das ist höchstwahrscheinlich wieder ein Perspektivrätsel. Die Lüftung macht aber einen Krach hier. Können wir die wieder ausschalten? Da haben wir eine strukturelle Schwäche. Okay. So. Das hier können. Also, Moment. Ne, doch. Das müssen wir aufschließen, ne? Da? Strom-Hauptschalter. Hoppala. Entschuldigung. Nicht? Okay. Die Batarangs wird schon irgendjemand wieder aufsammeln. Gut, hier können wir aufsprengen. Peng. Ah, noch eine Chronik von Arkham. Sehr schön. So, zwei müssen wir noch finden und dann können wir uns das Ganze anhören. Wird eine ganze Folge in Anspruch nehmen, muss ich gar nicht sagen. Oh, jetzt so. Ah, wahrscheinlich hat. Also, der wird das jetzt automatisch geöffnet haben. Da musste ich dann jetzt nichts mehr tun. So, und neue Kommentare? Was sind das für Einschläge? Hantiert Joker mit einem Granatwerfer rum? Ich hoffe, du hast Harley Quinn gefunden. Einschläge. Bezieht er sich auf die Pflanzenangriffe von vorhin? Eine Zelle ist zu gut für Freaks wie Harley Quinn und Joker. Ja, aber eine Zelle wäre auch ein bisschen zu wenig. Der Joker würde sie über kurz oder lang wahrscheinlich töten.
zwei Zellen, das geht. So. Da haben wir noch... Achso, ja klar, das sind die Schalter hierfür gewesen. Für die Wachen, die wir retten mussten. Irgendwo wird es hier noch ein Fragezeichen geben. Ah, da. Tja, das ist ziemlich... Moment. Doch, das ist ausgerichtet. So. Ziemlich leicht gewesen. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Tja, uns fehlt noch die Karte. Ich denke, wir sind hier in dem Bereich erstmal durch. Also, wir sind von Arkham Island West reingekommen. Haben den Bereich untersucht, haben den Bereich untersucht, dann bleibt jetzt der Bereich noch übrig. Der, bei dem wir Harley liegen lassen haben. Mal sehen, ob sowas dazu sagt, dass wir den Joker gefangen haben. Aber die meisten Leute scheinen etwas in der Zeit festzuhängen. Zum Beispiel die Leute, die die ganze Zeit das Feuerwerk machen, obwohl der Joker schon besiegt ist. Ist er denn, das ist wirklich ein entsetzlich langes automatisiertes Feuerwerk. Kurz. Ne, okay, ich dachte, da liegt was auf dem Bett. War nur das Kissen. Das dauert. Bin ich hier überhaupt richtig? Ja. Nicht, dass ich ewig auf die Tür warte. Das sich dann gar nicht lohnt. Auf beiden Seiten immer nachgucken. Gut. Hier ist auch nichts. Gut. Und dort ist auch nichts. Okay. Moment, hier war ich doch schon, oder? Ah, das hier ist die... Ne, okay, das ist die Zelle von Harvey Dent. Das heißt, also ich habe im Story-Modus... Also während der Story war ich hier natürlich schon. Das ist schon richtig. Aber nicht während des Suchens der Rätsel. Moment, ich muss hier erst noch nach oben. Hetze mich nicht, Spiel. Ich glaube, da gibt es neue Nachrichten. Das hier ist schon offen. Oh, da hinten haben wir was, das wir aufmachen können. So, machen wir direkt alle drei gleichzeitig. Obwohl, nee, wir machen nur die in der, an den Seiten und das in der Mitte danach. Ist die Frage, ob es irgendwas gebracht hat. Hier gab es wahrscheinlich... Nee, hier gab es eigentlich keinen Kampf. Dafür ist es zu verwinkelt. Normalerweise sind Kämpfe sind in relativ offenen Räumen. Das heißt, hier geht es nur darum... Kein Objekt geortet, ja. Das scheint noch eine Zelle vom Riddler zu sein. Es gibt ja noch eine, die wir schon untersucht hatten. Ah, da haben wir eine Trophäe. Sehr schön. Und... Okay, das war's. Drei Zellen, die man so noch besuchen konnte. Und nur eine hat was enthalten. So, jetzt können wir hier bitte aufmachen. Freakstorm, dazu habe ich tatsächlich gegoogelt. Auch wenn ich dem Riddler gesagt habe, ich habe nicht das Internet benutzt. Nee, aber wirklich nur spezifisch dafür. Weil ich wissen wollte, ob das eine Anspielung ist. Ist offenbar keine Anspielung auf irgendwas. Hallo, Harley. Mr. J kümmert sich später um mich. Er spielt doch nur. Er ist besiegt. Ich habe ihm mit einer Ladung Explosivgel die Zähne korrigiert. Na gut. Ah, ja, offenbar kann ich hier... So, Zähne erledigt. Du hast sie alle zerstört, aber das ist unmöglich. Und damit haben wir die Karte. Du betrügst. Oh. Das musst du einfach. Und dadurch haben wir irgendwie die Position vom Riddler entdeckt. Ich weiß nicht wie. Fragt mich das bitte nicht. Ah.
Das letzte Tonband. Ah, von Zess. Okay, die ganze Geschichte von Zess. Aufgezeichnete Patientenbeurteilung 1. Der Name des Patienten ist Victor Zess, der als wahnsinnig gilt, nachdem er mindestens 20 Frauen in Gotham ermordet hatte. Hallo Victor, ich bin Dr. Cassidy. Da das unser erstes Gespräch miteinander ist, sollten wir uns erst einmal richtig kennenlernen. Ich muss Sie nicht kennenlernen, Dr. Cassidy. Es ist alles bedeutungslos. Findest du nicht, dass das ein sehr negativer Blick aufs Leben ist, Victor? Sie hat ohne Zweifel meine Akten gelesen. Ja, das habe ich. Da steht, dass du aus einer wohlhabenden Familie kommst, dass deine Eltern tot sind und wie du alles Geld beim Spielen verloren hast. Das ist alles bedeutungslos. Wieso sagst du das immer, Victor? Weil diese Striche das Einzige sind, worauf es ankommt. Haben Sie meine Arbeit gesehen? Wenn du dich auf diese Striche, auf deiner... Natürlich meine ich diese Striche. Und ich habe noch Platz für Ihren Strich. Wollen Sie sehen, wo? Aufgezeichnete Patientenbeurteilung 5. Victor spricht nicht gut auf die Behandlung an. Victor, gestern haben wir über die Menschen gesprochen, die du umgebracht hast. Ah, die Zombies. Das sind alles Menschen, Victor. Das sind Zombies. Die jeden Tag zu ihrer Arbeit latschen und darauf warten, dass sie jemand befreit. Du meinst die Töte? Der Polizeibericht stellt fest, dass du in den letzten 3 Monaten 20 junge Frauen ermordet oder, wenn du so möchtest, befreit hast. Du liest sie mit durchschnittener Kehle und posierend zurück. Sie alle hatten Glück, dass sie ausgewählt wurden, mein Geschenk zu erhalten. Sie würden das wohl nicht so sehen. Wirklich? Und Sie, Miss Cassidy? Sie fahren jeden Abend mit dem Fahrstuhl zu ihrer Wohnung, öffnen die 6 Schlösser zum Apartment 433 und erinnern sich daran, wieder mal vergessen zu haben, Katzenfutter zu kaufen. Woher weißt du das? Dann setzen sie sich auf ihren runden Lieblingsstuhl, die Katze auf dem Schoß und warten, dass was passiert. Ich kann was passieren lassen, Sam. Tja, mir fällt gerade auf, bis auf Batman scheint da ja niemanden töten zu wollen, der ein interessantes Leben führt, ne? Das heißt, man ist theoretisch auf eine bestimmte Art und Weise sicher, indem man eben kein geregeltes Leben führt. Wobei dann die ganze Stadt Gotham natürlich nicht wirklich funktioniert mehr. Der Name des Patienten ist Victor Zess. Für die Akte. Der Patient kommt von Dr. Cassidy, die nach dem Vorfall letzte Woche im Urlaub ist. Hallo, Victor. Setzen Sie sich. Wachen, lassen Sie uns allein. Tut mir leid, Doktor. Anweisung des Anstaltsleiters. Ich kann Sie nicht mit ihm allein lassen. Ich verstehe. Hallo, Victor. Wie fühlen Sie sich heute? Victor, ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie nicht reden. Deprimiert? Hilft Ihnen das? Können Sie in meinen Verstand eindringen, Doktor? Wieso deprimiert? Ich denke nur über die nach, die davon gekommen ist. Die, die ich ausgewählt hatte. Ich brauchte diese Narbe. Ich will diese Narbe. Da kommt wohl nichts mehr. Gut, nächstes. Victor ist in letzter Zeit kleinlauter geworden. Er spricht nicht gut auf die Medikamente an. Hallo, Victor. Gibt es was, worüber du heute gerne sprechen würdest? Steigen. Bringen Sie ihn heraus. Stein. Du hast den Doktor gehört. Aufstehen. Stein. Hast du mich nicht gehört? Wir haben ein Messer. Steck ihn ruhig. Steck ihn ruhig. Er sticht zu! Bringt ihn weg! Holt ihn von ihm runter! Wir brauchen Hilfe! Die Ärztin ist aber auch nicht sonderlich motiviert, oder? Sie kommt rein, er sagt ein bisschen schneiden und schneiden und schneiden und schneiden und sie gibt sofort auf. Na gut, okay, vielleicht kennst du es ja schon, vielleicht ging es ja die letzten 2, 3 Sitzungen schon so. Gut, und letztes. Victor ist seit dem Angriff auf die Wache letzte Woche in Isolationshaft. Während ich darauf warte, dass er zu mir gebracht wird, hatte ich Zeit, mir meine Aufzeichnungen nochmal durchzulesen. Ich befürchte, dass er nicht geheilt werden kann. Er hat kein Mitleid mit seinen Opfern. Ich glaube ehrlich gesagt, er sieht uns alle als seine potenziellen Opfer. Doch, geht's Ihnen gut?
aus der Isolationshaft ausgebrochen. Oh Gott. Keine Angst, Doc. Sie sind hier sicher. Er hat hundertprozentig die Insel verlassen. Natürlich. Jemand muss die Behörden verständigen. Er wird wieder töten müssen. Verstehen Sie? Er muss. Oh nein. Er ist hinter Dr. Cassidy her. Hallo? Sarah, hier ist Gretchen. Hör zu, gar nicht schon wieder. Warte mal, da ist jemand an der Tür. Sarah, mach nicht die Tür auf. Hörst du mich? Mach nicht die Tür auf. Es ist Lars. Er ist frei. Damit hätte sie vielleicht anfangen sollen. Ja, also mit Vorsicht, Lars ist frei. Dann wäre sie vielleicht ein bisschen vorsichtiger gewesen. Okay, wir müssen hier lang? Fragezeichen. Hier ist irgendwo noch was. Achso, nee, das ist alles draußen. Okay. Ja. Kein Happy End. Wie können wir das aufmachen? Hier führt ein Kabel lang und wir müssen wieder rein. In der zweiten also in der ersten Etage. Wir sind hier im Erdgeschoss. Haben wir dort die Computer. Ich hatte mit einem gerechnet. Achso, ja klar, für die ganzen Zellen. Aber nur einer ist verfügbar. So. Oh, da müssen wir nicht mal was machen. Schön. Aber die Aufnahme fand ich etwas merkwürdig gerade. Man hört das Klingeln von der Person, die angerufen ist, und man hört die Person, die angerufen wurde, so klar wie die Person, die anruft. Das ist sehr merkwürdig. Es sei denn, man hat eben das tatsächlich zusammengeschnitten. Wofür irgendjemand die ganze Zeit schon ein Aufnahmegerät bei der... Die blöde Fledermaus sitzt in meiner Falle. Geh hier einfach raus. So, okay. Aus. Okay, es fehlt nur noch eine Chronik von Arkham. Was? Du hast es geschafft? Du musst betrogen haben. Du kannst mich unmöglich geschlagen haben. Du wolltest es doch so, Batman. Meine letzte Herausforderung für ganz Gotham ist nur noch Sekunden entfernt. Was? Sirenen! Die Polizei! Du hast geschummelt, Batman! Du hättest mich niemals überlisten können! Polizei, aufmachen! Ich sagte, machen Sie die Tür auf! Auf den Boden, auf den Boden! Sag mir, wie hast du rausbekommen, wo ich war? Hast du gehört? Ich, Edward Lügner, werde... Ich würde gerne auch erfahren, wie wir das herausgefunden haben. Tja, okay. Errungenschaft freigeschaltet. Quexe Enigma. Jetzt ist eine Frage noch offen. Moment mal. Wir gehen mal kurz alles durch. Gut, botanische Gärten haben wir. Arkham Island, ja. Offenbar sind wir tatsächlich mit allem durch, aber trotzdem fehlt uns ein Teil von der Chronik von Arkham. Ha. Okay, dann würde ich sagen, hören wir es uns jetzt einfach mal so an. Und gucken, vielleicht ist das nur ein Anzeigefehler, dass dort noch was ist, oder vielleicht schaltet man das irgendwie speziell frei. Wir werden sehen. Auf jeden Fall entschlüsseln wir jetzt erst einmal ganz viele Nachrichten hintereinander weg. Ich bin der Geist von Amadeus Arkham. Durch meine Handlungen habe ich diese verfluchte Stadt gerettet. Aber mein Fluch ist es, für immer verborgen zu bleiben. Meine Geschichte ist in die Seele Arkhams geschnitzt und wird nur denen enthüllt, die begierig genug sind, sie zu entdecken.
fällt gerade auf, ich habe irgendwann mal zwischenzeitlich gesagt, dass nicht ganz klar ist, ob es Amadeus Arkham ist, aber dass ich davon ausgehe. Und der stellt sich im ersten Band direkt vor, Band in Anführungszeichen. Ist ganz toll. Das Blut meiner Familie floss durch das Herz Gothams. Wir waren Ärzte, Politiker und Lehrer. Wir waren das Organ, das die verfilzten Adern der Stadt gereinigt hat. Wir waren ihre Diener, die alles gaben, um sie zu beschützen. Und trotzdem hat sie sich entschlossen, uns zu verletzen. Als Gothams Venen sich mit Schmerz und Leiden füllten, konnte man die Auswirkungen überall spüren. Mein Vater starb zuerst, von einer widerlichen Krankheit befallen. Meine Mutter lebte weiter, aber nur in einem Wachtraum. Ich kehrte in unser Haus zurück, wo ich mich um meine pflegebedürftige Mutter kümmerte, solange ihr Körper noch atmete. Wegen ihrer Tränen konnte ich nachts nicht schlafen. Meine Reise dauerte über einen Monat. Da ich Seminare in Keystone und Metropolis belegte, kam ich mit vielen neuen Ideen in Berührung. Ich startete gut gelaunt in den Tag und als ich nach Hause fuhr, wollte ich meine Frau und die Kinder sehen. Ich beendete ihn in ihrem Blut liegend, während Fragmente meines Lebens durch tropfende rote Finger rannen. Ich ging wieder zur Arbeit, aber ich konnte die Bilder nicht aus dem Gedächtnis verbannen. Ich hätte Abscheu empfinden müssen, aber ich war mehr denn je begierig zu erfahren, warum jemand so etwas tun würde. Sie brachten das Tier zu mir, schamlos und bellend wie ein irrer Hund. Ich ertrug seine Angebereien eine gefühlte Ewigkeit. Er erzählte gern von seinen Taten und brüstete sich mit seinen verkommenen Verbrechen. Was Rache sein sollte, wurde zu Mitleid. Dieser arme Hund brauchte meine Hilfe. Ich glaube, das war das Letzte, das wir noch gehört hatten. Und etwas, das mir vorher vollkommen entgangen ist, wie ein verrückter Hund. Also Like a Mad Dog. Und Mad Dog war eben der Spitzname von dem Verbrecher, der seine Familie getötet hat. Also könnte direkt daher kommen. Die Insel hat sich in den Jahren wenig verändert. Der Ruf war ruiniert, aber ich schwor, das zu ändern. Als die Häuser wieder auferstanden, sah ich die Zukunft. Eine wundervolle Zukunft. Hoppala. Neue Ziegel, Metall und Farbe bedeckten alte Wunden. Dem Körper wurde neues Leben eingehaucht. Kluge neue Geister kamen und schworen, unsere Versprechen zu halten. Wir wussten, wir allein mussten die Stadt wieder herrichten. Und die Stadt würde es uns danken. Die Arkham-Renaissance. Der Mörder meiner Familie stand vor mir. Jahre der Therapie hatten ihn gefestigt. Ich war froh, ihn frei herumlaufen zu sehen. Im Tausch gegen seine Freiheit verlangte der Staat nur eine Unterschrift. Er sprach davon, dass er gern in den Park gehen würde und dass er sich nach frischer Luft auf seinem Gesicht sehnt. Und dann nahm er den Federhalter meines Vaters und tötete meine Sekretärin. Als er überwältigt wurde, schrie er. Er bat um Vergebung, um Mitleid. Aber ich hatte keins. Ich sah zu, als ihn die Wächter zusammenschlugen. Ja, da ist ihm dann die Geduld ausgegangen. Ist auch unschön mit hoffnungslosen Fällen. Aber trotzdem ist es nicht richtig für einen Arzt dazu zu gucken. Mitmachen auch nicht. Der Frühling war ein Wendepunkt, ein neuer Anfang. Mein wahres Schicksal wurde herrliche Realität. Der Mörder meiner Familie
verschied bei einem tragischen Unfall. Diese Tiere können nicht geheilt werden. Wie Hunde reagieren sie nur auf Disziplin. Und wenn es damit nicht funktionierte, tja, dann mussten diese Unfälle wohl leider weitergehen. Das ist Euthanasie und Euthanasie ist nicht gut. Merken, Euthanasie böse. Ich lief auf meiner Insel herum. Ich kam am Zuchthaus vorbei und ekelte mich bei dem Gedanken an den Dreck, den es enthielt. Ich sah auf die Gotham Bay und erspähte Lichter. Mir war klar, dass Boote noch mehr Degenerierte in meine Stadt bringen würden. Ich schwor einmal mehr, sie vor dieser Dunkelheit zu beschützen. Ich stritt mit einer Gruppe junger, eifriger Ärzte. Sie langweilten mich mit Theorien und Ideen und bewiesen, dass sie nicht wussten, wie sie diese Tiere heilen sollten. Nur eine teilte meine Vision. Ich gab ihr die Chance, ihren Traum umzusetzen. Sie sagte ja. Zusammen wären wir ein gutes Team. Oh, jetzt bin ich gespannt, wer das ist. Die Polizei von Gotham schleppte einen neuen Patienten auf die Insel. Sie sagten, er sei schuld an dem Verschwinden von Hunderten von Landstreichern. Als ich seinen abstoßenden Körper mit diesen Zähnen sah, stellte sich mein Geist herrliche Strafen vor, mit denen man dieses Monster brechen könnte. Ärzte versammelten sich um dieses Monster, gafften, untersuchten es. Doch nur ich allein wusste, was es endgültig heilen würde. Moment, meint die Killer Croc? Nee, ne? Der Geist von Arkham, also Amadeus Arkham sollte eigentlich schon sehr lange tot sein. Das heißt eigentlich, zu moderne Leute dürften gar nicht mit drin sein. Das Biest war zu stark. Die Wildheit dieses Tieres kostete mich fast das Leben. Ich ließ meinen Frust an einem einzelnen Patienten aus. Seine Patientenakten wiesen darauf hin, dass er paranoid schizophren war. Sein Flehen, als ich ihn totschlug, wies auf noch mehr hin. Seine Geständnisse waren erhellend. Mein Weg war klar. Ich sehe gerade, wir sind schon bei 28 Minuten noch was. Ich überziehe mal in der Folge. Wir machen da ganz schnell Schluss, wenn es hier zu Ende ist. Jeden Tag empfand ich die Patienten als störender. Ihre kranken Laute und das ständige Zucken waren abstoßend für mich. Es gab nur einen Weg, dieses Übel zu bekämpfen, die Stadt vollständig zu reinigen und ihre Zukunft zu sichern. Ich musste mich vorbereiten. Ich musste bereit sein. Das klingt nicht gut. Plötzlich hatte ich Gewissensbisse. Ich suchte Hilfe bei einem Priester und fragte, ob ich richtig handelte und ob es Sünde wäre, zu töten, um Leben zu retten. Der Mann Gottes sagte, jedes Leben sei heilig. Doch meine Seele würde nicht gerichtet werden, wenn ich ein Leben nähme, um eins zu retten. Ich verließ den Beichtstuhl mit erleichterter Seele, überzeugter denn je, dass ich nicht nur der Menschheit, sondern auch Gott einen Gefallen täte. Die christlichen Wahnsinnigen. Ja, ist natürlich immer die Frage, wie man die Rettung eines Menschen damit dann definiert, ne? Wie wir in diesem Falle sehr deutlich sehen, hören. Ich sah still zu, als er die Frau hereinbrachte. Ihre Haut war giftgrün,
Ihre üppige Gestalt war nicht länger menschlich, schon gar nicht weiblich. Die Bibel sagt, eine Hexe darfst du nicht am Leben lassen. Aber er hat wieder mal diese weibliche Scheußlichkeit unserer Obhut übergeben. Wenn ich mit dem Monster fertig bin, werde ich mal sehen, ob grünes Holz wirklich brennt. Okay, es war doch Killer Croc, weil das war definitiv Poison Ivy. Das heißt, er ist vor nicht allzu langer Zeit gestorben. Als ich in der Dunkelheit vor seiner Zelle saß, sah ich sein wildes Zucken und hörte die ekelhaften Wörter aus seinem Mund. Wie kann ich so ein ekelhaftes Tier am Leben lassen? Er ist das Krebsgeschwür, vor dem ich die Stadt bewahren will. Das habe ich geschworen. Jetzt ist die Frage, auf wen sich das bezieht. Außerdem frage ich mich jetzt wirklich, wer die Dame war. Weil das, also die Ärztin, die ihm zustimmt. Ich meine, Harley Quinn wahrscheinlich eher nicht. Sie steht den Verbrechern eher nah. Die Titanforscherin vielleicht. Aber, naja, zwar kann es nicht so lange her sein, aber schon ein paar Jahre. Also vielleicht auch Jahrzehnte. Also vielleicht ein Jahrzehnt. Ich könnte mich selbst ohrfeigen. Wie konnte ich so blind sein? Das Monster hatte einen Verbündeten. Ich versteckte mich in der Dunkelheit neben seiner Zelle und sah mit eigenen Augen, wie einer der Ärzte ihm was zuflüsterte. Ich würde sagen, sie sah ihn zärtlich, fast mit Begierde, durch die durchsichtige Barriere an. Meine Haut erschauderte vor Ekel, als sie das Glas küsste. Das Verlangen bekämpfend, den Kopf der Frau durch die Scheibe zu schlagen, ließ ich sie gewähren. Der grässliche Clown würde vielleicht Geheimnisse mit ihr teilen, die nützlich sein könnten, wenn der verrückte Hund endlich erschossen würde. Ich bin sicher, die Frau würde mir alles erzählen, was sie weiß, wenn nicht freiwillig. Dann würde ich sie mit elektronischen Mitteln überzeugen. Und danach vielleicht eine Lobotomie. Pech für jemanden, der so jung ist. Aber ihre Lust hat Arkhams Ruf aufs Spiel gesetzt. Ja, eine Lobotomie, das ist es. Es gibt keinen anderen Weg, der in dieser außergewöhnlich traurigen Sache ihr Schweigen garantiert. Eine Lobotomie garantiert gar nichts. Die kann ein, zu einem Toastbrot, in ein Toastbrot verwandeln, in ein geistiges. Oder man, es geht einem danach tatsächlich besser und man erinnert sich tatsächlich an alles. Na gut, man kann dann einfach nochmal lobotomieren, wenn man möchte, aber generell eine widerliche Sache. Habe ich mal mich ein bisschen zu belesen. Ist der kreizte Horror. Was wollte ich sagen? Ach ja, das waren jetzt natürlich der Joker und Harley Quinn. Das heißt, ein Jahrzehnt haut vielleicht auch wieder nicht hin. Ist schwierig. Wir haben hier eben keine richtigen Daten. Das ist ein bisschen schade. Wieder ertappte ich mich dabei, wie ich ihn ansah. Keiner kann ihn heilen. Er lacht denen ins Gesicht, die es versuchen. Amadeus hätte ihn nicht leben lassen. Das sollte ich auch nicht. Ein letzter Schluck Cognac und ich war soweit. Okay, das ist nicht Amadeus Arkham. Okay. Er sah zu, als ich in die Zelle kam. Er lächelte, als ich ihm das Messer zeigte. Ich sagte ihm, wie ich es benutzen wollte, wie ich die Stadt säubern will. Und dann der Terror. Ich war paralysiert. Ich wehrte mich. Ich schrie, aber ich blieb ruhig. Das Monster sah mich an, ausdruckslos.
Er zog mein Messer langsam über meine Stirn. Ein Lächeln zog sich über sein schreckliches, porzellanartiges Gesicht. Und ich hörte, wie ihm der Dreck aus dem Mund fiel. Er lachte und redete mich mit diesem schrecklichen Namen an. Welcher Name? Das muss Crane sein. Noch einer, der es nicht verdient hat zu leben. Wieso erfreuen sich diese Leute am Chaos? Besonders Joker wünschte sich Anarchie herbei. Und sein Ausbruch wird die Stadt sicher ins Chaos stürzen. Ich spüre, das ist das Ende meines Tagebuchs. Joker wird man wieder einfangen. Meine Geschichte wird erzählt werden. Ich habe keine Angst. Wenn Arkham mein Gefängnis wird, will ich sicher sein, dass ich mein Bestes gegeben habe. Man wird sich meiner erinnern. Ich bin der Geist von Amadeus Arkham. Obwohl Amadeus schon lange tot ist, lebte sein Geist weiter. Er überlebte und zog durch die Mauern der Anstalt. Als ich ausgewählt wurde, war ich stolz. Ich fühlte mich geehrt, seine Arbeit fortzusetzen, die Stadt zu säubern. Wenn ihr entschlossen genug seid, meinen Geschichten zu folgen, ist euer Wille stark genug, daraus meine Identität zu folgern. Komm und finde mich, Freund. Zusammen werden wir Gotham retten. Okay. Ich tippe auf Quincy Sharp, aber wirklich sicher bin ich mir nicht. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir mal die Folge und reden in der nächsten Folge mit Quincy Sharp. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.